Wir befinden uns im Processing Space Center. Willkommen. Führende Informatiker aus der ganzen Welt sind hier zusammengekommen, um einem besonderen, einzigartigen Ereignis beizuwohnen. Das erste unbemannte Raumschiff, hier unser Spacecraft, wird in einem digitalen Universum auf die Reise geschickt, um ein altes Rätsel zu lösen. Der Countdown läuft. 3, 2, 1 und Takeoff. Physiker vermuten, dass das Universum zwar endlich, aber grenzenlos ist, ähnlich wie man auf einer Kugel niemals auf eine Grenze stößt, ist die Kugeloberfläche doch endlich. Und dieser Vermutung gehen wir heute in diesem Experiment nach. Ist das digitale Universum endlich und doch grenzenlos? Der Beweis wäre angetreten, wenn das Raumschiff immer geradeaus fliegt, weit in die Ferne, immer geradeaus und eines Tages an seinem Ursprungsort wieder ankäme. Dann wäre das Raumschiff niemals auf eine Grenze gestoßen, die digitale Raumkrümmung hätte es wieder zurückgebracht. Und wie Sie sehen, da am Rand taucht das Raumschiff links wieder auf, obwohl wir es nach rechts auf die Reise geschickt haben. Die Raumkoordinate des Raumschiffs wird beim Flug immer nur um 1 erhöht. Hier, das ist die Methode Fly. X++ ist der Ausdruck, der einfach sagt x gleich x plus 1. Und hier ist unsere Raumkoordinate x. Das erklärt natürlich plausibel, warum das Raumschiff nach rechts hier gerade eben aus dem Bildschirm rausfliegt. Warum es aber plötzlich links wieder auftaucht, ist eigentlich ein Rätsel. Oder hat es mit digitaler Raumkrümmung zu tun? Der Code, den Sie im Hintergrund sehen, setzt unser kleines Experiment objektorientiert um. In dem Code steht ziemlich viel, was uns nicht interessieren muss. Arbeiten wir kurz die Kernidee als simples Programm heraus. Wir fangen einfach mal an mit Byte x. Warum die Variable x als Byte? Der Grundwert von x ist einmal 0 und wir nehmen Byte als Typ und nicht ein Integer, ganz einfach aus dem Grund. Sonst dauert das mit der digitalen Raumkrümmung etwas länger, nämlich so fast 20 Minuten. Das kann man mit dem Taschenrechner ausrechnen. Void draw, die bekannte Draw-Routine. Und da packen wir jetzt einfach rein den Background, wie gehabt. Den nehme ich jetzt mal auf 255. Eine Ellipse, also unser Raumschiff wird jetzt gerade mal zu einer Ellipse gekrümmt. Und hier ist unser X++. Wenn ich das jetzt mal laufen lasse, sehen Sie, der Flug des Kreises entspricht unserem Raketenflug. Und obwohl der Kreis nur gerade ausfliegt, x wird immer nur um 1 erhöht, hier dieses x++, kommt der Kreis irgendwann wieder links an. Jetzt ist natürlich die Frage, woran liegt das? Das können wir jetzt mal analysieren. Schauen wir uns mal die Werte von x an als Dezimalzahl und gleichzeitig als Binärzahl, also in dem Codierungsformat von Byte, der Typ Byte, sind 8 Bit und kodieren die Zahl im Zweierkomplement. Wenn wir also println, wir machen hier x ist gleich und dann geben wir nur x aus und damit wir jetzt noch die Binärkodierung sehen, das können Sie sich jetzt mal antun, das was ich hier schreibe oder auch nicht. Sie müssen das nicht unbedingt verstehen, was ich hier schreibe. Das ist eine besondere Art, eine Formatierung zu machen eines Strings. Das heißt das hier, dieses S, Prozent S heißt ein String, der genau 8 Zeichen lang ist. Und ich rufe von der Klasse Integer toBinary String auf. Die bekommt ein X. Das unde ich binär, sorry, mit der Hexen 255 und replace, ersetze dann am Ende alle Leerzeichen mit einer 0. Ich
schiebe Ihnen das ein bisschen größer, damit Sie das wieder alles im Blick haben. Na, brauchen wir noch ein bisschen mehr Platz. So, und dann kommt hier noch S hin, also S, X. Und lassen wir das Programm jetzt laufen. Wir wollten also beobachten den Flug der Ellipse und schauen uns währenddessen die Werte an, die erreicht werden von X in der, im Zahlenformat und binär kodiert. In der Ausgabe sehen Sie jetzt was völlig Spannendes. So, halten wir das kurz an und scrollen nach oben. Die Zahlen, die laufen wie erwartet. Gucken Sie sich das mal hier an. Die werden immer größer, binär, wenn wir uns das anschauen. Binär gezählt 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann passiert was Überraschendes. Die Zahlenkette setzt sich sofort, wird also tatsächlich immer um 1 erhöht. Und hier ist der interessante Bruch. Binär zählen wir jetzt wieder 1 dazu, das ergibt die 1, 0, 0 und so weiter. Dezimal kodiert, weil wir das Zweierkomplement haben, ist das aber eine minus 128. Das liegt daran, weil im Zweierkomplement die führende Stelle, die 1, das Vorzeichen markiert. Hier war es immer positiv, die 0, und da ist plötzlich negativ, es wird zu einer negativen Zahl. Sie sehen also, die ist durchzählen und plötzlich 128 minus, minus 127. Wir machen also einen Umlauf, wir rücken unseren Ball immer mehr nach drüben, nach rechts und plötzlich wird der Wert auf minus 128 gesetzt. Es ist wieder links und der kommt jetzt plötzlich von links. Binär wird einfach hochgezählt, die ganze Zeit, sehen Sie zum Beispiel 100 und dann 101, natürlich hier mit der führenden 1. Das ist aber dann die 124 minus, die zur minus 123 wird. Und das erklärt, warum unser Raumschiff plötzlich hier auf der linken Seite wieder ankommt und dann haben wir den zyklischen Durchlauf wieder. Genau das, was Sie da im Hintergrund gesehen haben, das Fenster kommt jetzt wieder nach vorne. Unsere Ellipse läuft von links nach rechts durch. Sobald also der sichtbare Bereich des Anzeigefensters erreicht ist, sehen wir den Kreis wieder zum Vorschein kommen. Was können wir daraus folgern? Die Zahlenkodierung im Zweierkomplement sorgt tatsächlich für so etwas wie eine Krümmung des digitalen Raums. Und das sollte Ihnen eine Warnung sein, wenn Sie nicht aufpassen, führt das Rechnen mit Zahlen, die im Zweierkomplement kodiert sind, zu ganz eigentümlichen und unerwarteten Ergebnissen.